Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wie ich erfahren habe, kriegen wir Pikachu auch hier. Und zwar. Hier. Jetzt habe ich es weggemacht, natürlich. Genau. Hier. Na, mal gucken. Aber ich glaube, wann. Sorry. Oh, Hustenabfall. Aber wenn, dann eher wohl am Tag. Das denke ich, nehme ich mal eher. Ups. Jetzt im Regen sowieso nicht. Bis zum Morgen, bitte. Bin ich jetzt hier? Ja. Hier soll es also auch Pikachu geben. Ich bin ja mal gespannt. Ja, ansonsten entwickle ich das. Ist ja nicht so wild, ne? Oh, das heißt, ich bräuchte zwei Dollarsteine mindestens. Aber ich brauche hier immer noch ein paar wackelnde Bäume. Ist das... sind Janmas. Hab ich dich. Hab ich dich auch? Ja, hab ich dich auch. Trotzdem hätte ich gerne. Einen wackelnden Baum. Einen Wackelbaum. War so klar, dass es hier nicht weiter geht. Au. Na, wo sind sie denn? Hatte die Ursa, ein paar Ursa-Rings. Da haben wir Pachirizo.
Richtung, wenn wir schon hier sind. Doch da hinten. Warte. Wo? Ich hab's so gehört. Du gehst mir. Ich will ja nur Wälder haben. Komm, jetzt bleib ich in den ollen Ball drinnen. Was sei? Ach ja, ich will noch mal gucken, ob ich die Attacke nicht so meistern lassen kann. Aber dafür muss ich erstmal zurück ins Dorf. Cool, den habe ich jetzt auf Velsa. Wo habe ich's denn? 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 Wo habe ich denn Velsa? Na nu? The Magnus Mountains. Da, Velsa. Achso, weil Reise habe ich ja auch schon. Ich wollte Velsa haben. Da. Tangolos finde ich hier auch, das weiß ich. Tangolos müsste ein Elite-Pokémon sein. Genau da. Ja, doch, komm, wir gehen jetzt mal zurück ins Dorf und dann gucke ich mal, ob wir die Attacke nicht meistern können. Ich brauche die gemeisterte Wellentackler-Attacke.
Sonst kann ich es nämlich nicht machen. Dann kannst du Pokémon Attacken beibringen oder die Attacken meistern lassen. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich einige neue Attacken auf Lager, die sich deinen Pokémon beibringen können. Also, was kann ich heute tun? Attacken meistern. Guck dann wieder ein Pokémon aus. Da. Über keine Attacke, die es meistern könnte. Bitte, was? Fickst du mir? Was ist denn mit Ventickel? Ja, die soll es ja meistern. Mechanische Eimer. Gib. Dann können wir nämlich gleich was Neues machen. Delein, Rotom, bitte aus. Oh Gott, in welchem Wald... Perfekt. Bitte. Ja, und dann könnte ich auch gleich Remoraid mit rausnehmen. Perfekt. Ich habe Remoraid. Pokémon-Typ. Da. Remoraid. So, sind das also schwarz, cool. Beziehungsweise ausgegraut. Das macht das Finden natürlich ein bisschen einfacher. Einfacher wäre es aber noch. Wenn man mir sagen würde, ein Big da. Perfekt. Du kannst du nämlich wieder dahin zurück. Und dann lass mich mal gucken. Oh,
ob ich mit Osaring als nächstes mache, beziehungsweise Osaluna. Okay, ja, es ist zwar ein weibliches, aber mit Level 30. Vielleicht kriege ich das ja gemacht. Gyarados habe ich hier auch. Janmega. Die Beldra müsste, glaube ich, Antikraft haben. Dafür. Aber wann erlernt es das? Antikraft mit Level 34. Aber ich weiß, dass es ein Elite Yamega gibt. Halt, hat doch noch Platz frei. Und welches möchte ich dafür haben? So, Mantax kann ich auch abstreichen. Klingblim könnte ich mir fangen. Wo kommt das denn vor? Fundorte. See der Stärke. Da oben, Maya. Also mein Pokédex macht sich langsam. Ich habe jetzt im Moment so weit erkannt, was ich machen könnte. Na gut. Dann auf zum See der Stärke. Aber ich will ein Klingblim. Oh, muss ich da nicht auch hinfliegen können? Ja, natürlich nicht. Sieh mal an, ein Elite Sneebel. In einigen Jahren können wir da mit Kaskade rauf.
Da ist das, was ich suche. Mann! Dich brauche ich noch. Cool. Du bist noch weit entfernt, gut. Ich brauche jetzt mal keine Angst haben, dann kann ich in Ruhe Klim Klim abstreichen. Perfekt. Ihr miesen Kleinen. Ich komme! Ja, hier wollten wir. Glauben hat er sich eigentlich nie versteckt. Stimmt, wir sollten ja einen suchen. Kannst mir trotzdem meinen Pokédex zeigen. Stein. Die Funkelstein. Aber warte mal. Ich glaube, ich weiß vielleicht, wo ein Ding sein könnte. Wo ein Galibar sein könnte. Ich weiß, wo ein Galibar sein könnte. Da.
Oha! Ich glaube, dich sollte ich auch nicht so schnell besiegen. Bitte was? Das ist gar nicht nett. Ah, schaut so komisch aus. Mit eurem Scheiß. Ich würde echt mal interessieren, ob es hier auch so eine Superfangtechnik gibt. Aber würde ja eh nichts bringen. Alter. Alter, hast du nicht mal langsam genug da auszubrechen? Bald drin. Das Viech besiegt hier ein Pokémon nach dem anderen von mir. Ist ja nicht so, dass ich unendlich die Auswahl hätte. Na endlich, lass sich versuchen. Hm?
Maisesam. Diesen mysteriösen Samen der Kommandantin des Sicherheitstrupps. Durch der Kraft und der potenzielle Pokémon des Verwechselns. Ah, vielleicht auf diese Art und Weise. Dann brauche ich nicht lange warten. Gut. Na toll, hier hat mir das Ganze sich auf den Weg gekommen. Dann können wir es auch gleich entwickeln. Männliches Gardevoir. Lassen wir es mal so, wie es ist. Erstmal zurück ins Dorf. Dann. Kann ich gerade mal rausnehmen. Klimplim kann ich auch rausnehmen. Vatribi. Ich brauche weibliche Vatribi. Komm, Pichu mit reinnehmen, damit es sich zu Pikachu entwickelt. Und dann. Und dann ja. Wegen der Einnehmmission. Sicherheitstrupp, ne? Kommt der Sicherheitstrupp? Oh, das ist eine neue Nebenmission am Start. Ein Pantinus in der Hintergasse. Pipis Tanz im Mondschein. Wo siehst du Entwicklung? Hilfe von Hytera.
Der Klibunkel fühlt sich ja wohl. Du suchst eine Medizin, die gegen die Kopfschmerzen von Entnern wirkt? Dann nimm dies hier. Dies ist eine Geheimmedizin, die bei mir daheim sehr verbreitet ist. Cool! Dann kriege ich die Mission also auch abgeschlossen. Finde ich cool. Als nächstes sollten wir sowieso wieder dorthin. So. Der Tanz der Pipi sind. Achso, du hast sie. Warte mal, oder bist du das da hinten? Auf jeden Fall kann ich noch ein paar mehr gebrauchen. Im Moment habe ich ja Geld. Aber es ist ganz schön wucher, was du hier verlangst. Nee, mehr brauche ich im Moment nicht. Oder bist du das? Stimmt doch gar nicht. Attackenmeistern. Ob man im Level aufsteigt, kann es seine Attacke irgendwann meistern. Dadurch wird es ihm möglich, die Attacke als Kraft und Tempo-Take umzubilden. Wenn du möchtest, dass ich ein Pokémon eine Attacke meistern lasse, musst du mir lediglich einen Meistersamen dafür geben. Es gibt doch da... Was soll denn der Quark? Aber die Folge ist schon wieder um, meine Lieben. Da haben wir ja viel erreicht. Aber können wir wenigstens mal schnell zu Diamantsiedlung hin. Da bist du mit deinem Endcon. Du hast welche Medizin gefunden? Sehr schön, ne? Ja.
scheint es gleich viel besser zu gehen. Sieht aus, als könnte... Sieht aus, als könnten wir noch einiges von der Galaktik-Expedition nehmen. Vielleicht sollte ich Jubeldorf mal in diesem Buch abstellen. So gefällt mir das, dann kann ich wenigstens hier noch was machen. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge auf, Jamega zu finden. Ich werde jetzt offscreen seinen Magnus noch ein bisschen trainieren, damit es seine Attacke meistert. Barschub trainieren natürlich. Ich verstehe es bloß nicht. Ich habe doch extra den Meistersamen hier. Und Barschub kann es noch. Er könnte die Attacke meistern. Naja. Ansonsten, ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wäre ein Träumchen, würde mich riesig freuen. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, gerne auch ein Abo auf den Kanal da lassen. Kostet nichts, tut nicht weh. Vergesst dabei allerdings nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.